Hallo und herzlich willkommen bei Frauchen gesucht im Tierheim Gießen. Ich möchte Ihnen heute den Timo vorstellen. Der kleine Foxterrier saß Anfang Oktober bei uns in der Tierheimschleuse. Es kann gut sein, dass die vorherigen Besitzer sich mit diesem Hund etwas überfordert fühlten. Man nimmt ja gerne so kleine Terrier, wenn die als Welpen so ganz süß sind, dann kann man nicht widerstehen. Wenn die aber dann ins Haus einziehen und ihren recht lebendigen Charakter entfalten, kann es natürlich für eine normalsterbliche Familie zu viel werden. Obwohl, ich muss sagen, Timo ist eigentlich ein ruhiger Vertreter seiner Rasse. Er ist nicht so sehr energiegeladen wie viele seiner Artgenossen. Er ist auch sehr verschmust und unbedingt sehr menschenbezogen. Er liebt seine Hundebegleiterin und sie schafft es wirklich sehr leicht, ihn in die Aufmerksamkeit zu bringen. Bei dynamischen Spaziergängen, wo man sich mit dem Hund beschäftigt, zeigt er sich wirklich von seiner besten Seite. Timo muss sehr sportlich beschäftigt werden, das heißt, entweder er muss lernen, am Rad zu laufen, sollte ausgedehnt spielen, denn das liebt er über alles. Das ist überhaupt ein Charakteristikum, dass alle Terrier sehr gerne spielen und das muss man unbedingt bedienen. Im Moment macht er natürlich noch viel Muskelaufbautraining, er rennt viel im Kreis, er ist sehr jung und dynamisch, aber wie gesagt, ist er eigentlich sehr ruhig. Wir suchen für den kleinen Kerl eine sportliche Familie, die aber sehr klar diesen Hund führt. Ältere Kinder gehen, aber jüngere Kinder sollten nicht in der Familie sein. Ich hoffe sehr, dass ich das Interesse für diesen hübschen kleinen Kerl wecken konnte. Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail oder schauen Sie einfach zu den Öffnungszeiten Mittwoch, Freitag oder Samstag zwischen 15 und 18 Uhr bei uns herein. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.